Einmal mehr steht Salzburg unmittelbar vor einem Entscheidungsspiel um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League. In der RB-Ära gingen diese bekanntlich stets daneben. 0:3 in Valencia 2006, 1:3 in Donetsk 2007, 0:3 bei Maccabi Haifa 2009, 1:1 bei Hapoel Tel Aviv 2010, 0:3 in Malmö 2014, 1:2 in V gegen Dinamo Zagreb 2016. Diese Ergebnisse reichten freilich nie zum Aufstieg, bei den anderen vier Versuchen scheiterten die Salzburger bereits vor der letzten Quali-Runde. Beim 11. Anlauf muss am Mittwoch, 21 Uhr, live im Laola 1-Ticker, nach dem 0:0 im Hinspiel zwingend ein Sieg gegen Roter Stern Belgrad her, spätestens im Elfmeterschießen. Nach Giovanni Trapattoni, Hoop Stevens und Roger Schmidt versucht es Marco Rose als vierter Salzburg-Trainer mit einem zweiten Anlauf in die Königsklasse zu gelangen. Roses Rezept für dieses Unterfangen basiert auf dem erfolgreichen Europa League-Frühjahr, seine bisherige Bilanz in K.O.-Duellen macht Salzburg ebenfalls Hoffnung. Wurden wieder die richtigen Lehren gezogen? Seit Rose im Sommer 2017 zum Cheftrainer der Profis befördert wurde, verlor der Serienmeister von insgesamt 7 K.O.-Duellen nur 2. Vor einem Jahr scheiterte Salzburg in der 3-Quali-Runde an HNK Rijeka ohne ein Spiel zu verlieren. Zudem wurde im Rückspiel ein Treffer zu Unrecht wegen Abseits nicht anerkannt. Im Halbfinale der UEFA Europa League zerstörte erst ein Treffer nach einer zu Unrecht gegebenen Ecke alle Finalträume. Speziell die Partien gegen Lazio im Viertelfinale wie auch eben im Halbfinale gegen Marseille zeigten, dass das Trainerteam rund um Rose auf Probleme im Hinspiel richtig zu reagieren wusste. Gegen die Römer überraschte Rose etwa mit einem 4-3-3, auch Marseille wurde im Rückspiel vor eigenem Publikum geknackt. Wie fast immer unter Rose haben die Salzburger im Rückspiel Heimrecht, dieses Mal mussten die Lehren aus einem 0:0 gezogen werden. Es geht darum, mehr Wucht in der Offensive als im Hinspiel zu haben. Auf der anderen Seite müssen wir Roter Sterns Stärken im Spiel verteidigen. Das haben wir im Hinspiel gut gemacht, schildert Rose. Sein Pendant Vladan Milojevic, der die Salzburger Art und Weise des Fußballs schätzt, wird sich auch etwas überlegt haben. Bereits ein Remis mit Toren reicht Roter Stern zum Aufstieg. Roses K.O. Bilanz als Salzburg-Trainer Bewerbrunde Gegnerergebnisse weitergekommen. L-Halbfinale Marseille 0:2 A 2:1 N. VHL Viertelfinale Lazio 2:4, A 4:1, H. L Achtelfinale Dortmund 2:1, A 0:0, H. L Sechzehntelfinale Real Sociedad 2:2, A 2:1, H. L Playoff Vital 3:1, A 4:0, H. C. L HNK Rijeka 1:1, H 0:0, A. C. L Hiberniens 3:0, A 3:0, H. Mehr Chancen kreieren als im Hinspiel das Salzburger Trainerteam mit den Assistenten René Aufhauser, Alexander Zickler und René Marik hat das Hinspiel analysiert und versucht nun im Rückspiel mit neuen Lösungen zum Erfolg zu kommen. Roter Stern war im Hinspiel sehr diszipliniert und hat die Räume eng gemacht. Wir haben analysiert, wie wir sie mehr unter Druck setzen können. Wir hatten in Belgrad zu wenige Chancen. Wir wollen dieses Mal zu mehr Chancen kommen und sie dann auch nützen, weist Rose darauf hin, dass Salzburg sich für das Rückspiel wieder etwas Neues hat einfallen lassen. Gut möglich, dass Smail Privilac schon von Beginn an spielen darf, hier nachlesen. Zumindest ist der vierfache Ligatorschütze aber eine sehr ernsthafte Option für seine Saisonpremiere in der CL-Quali. Auch Roses Sozialkompetenz ist Teil des Rezepts und war die vergangene Woche gefragt, schließlich geht es hier um das Dauerthema in der RB-Ära.
Der 41-Jährige versuchte offenkundig, den Druck beiseite zu schieben oder ihn in positive Energie zu verwandeln. Wir haben morgen ein Spiel und die Chance, ein großes Ziel zu erreichen. Aber dafür brauchen wir eine gute Leistung. Die erreichst du nur dann, wenn du dich wohlfühlst, Lust auf die Nummer hast. Der Druck ist da, aber man sollte versuchen, den positiv zu nutzen und dankbar zu sein für so ein cooles Spiel. Der Ausgang der Partie würde so oder so für Aufsehen sorgen, weiß Rose.cl Thema in Salzburg Bescheid. Ich wünsche meiner Mannschaft, dass sie alles raushaut und mit einem Lächeln am Platz das Ding für uns reißen will. Nachdem das Hinspiel vor leeren Rängen in Belgrad stattfand, wird die Arena in Waldsitzenheim mit 26.500 Zuschauern voll sein. Roter Stern wird offiziell von 7.200 Zuschauern unterstützt, es dürften aber noch mehr werden, hier nachlesen. Rose macht das nichts, es fühlt sich wie eine coole Aufgabe an. Die Atmosphäre im Hinspiel hätte der Partie nicht gut getan. Was Salzburg vor vollem Haus imstande zu leisten ist, zeigte man im Frühjahr speziell beim Wunder gegen Lazio. André Ramalho schließt sich inhaltlich an, als Spieler wünscht man sich immer in einem vollen Stadion zu spielen. An der Motivation scheitert es aber freilich auch bei den Gästen nicht. Eine Serie wird sicher enden, ein sehr wichtiges Spiel liegt vor uns. Generationen bei Roter Stern träumen davon, unser Team in der Champions League zu sehen. Wir sind nur noch einen Schritt von diesem Traum entfernt und wir haben nicht vor, hier stehen zu bleiben, hält Milan Rodic fest. Serbische Medien schreiben vom wichtigsten Spiel des vergangenen Jahrzehnts für den Meistercup-Sieger von 1991. Beide Teams setzen dabei auf Serien, Salzburg hat 12 Europacup-Heimspiele in Folge nicht verloren, 9 Siege, 3 Remis, allerdings würde jedes Remis mit Toren zu wenig sein. Roter Stern ist mittlerweile 23 Pflichtspiele ungeschlagen, in den vergangenen 15 Europacup-Partien haben die Serben lediglich 5 Gegentore kassiert. Gewiss ist auch, dass am Mittwochabend eine Serie enden wird. Entweder schafft es Salzburg im 11. Anlauf oder Roter Stern im 7. Versuch, in die Gruppenphase der UEFA Champions League einzuziehen. Mit Roses Rezept soll es endlich Salzburg sein. Salzburgs Stürmer der Stunde hat sich empfohlen. Das sagt Marco Rose, Red Bull Arena ist beinahe ausverkauft, viele Gästefans sind dabei, das sagen Stankovic und Rose vor dem Endspiel um die Gruppenphase, ein prominenter Schiedsrichter leitet das entscheidende Zählduell, Textquelle Urheberrecht laola1.at über 7000 Fans von Roter Stern in Salzburg mit dabei zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.